macht dir leid. Lecker. Mahlzeit. Mahlzeit. Nach einer angenehmen Nachtruhe kommen wir gegen 7.30 Uhr zum Frühstück ins Restaurant. Niemand ist da, außer uns und dem wie immer freundlichen Personal. Nach dem Frühstück spazieren wir einfach mal durch das Resort und bewundern die Anlage und die Gärten. Ciao. Bis irgendwann. Nachdem wir unseren letzten Tag genossen haben, spazieren wir voller Wehmut hinüber ins Golden Sea, wo wir von Lee und Marsh Wisin zum Rakhine-Essen eingeladen wurden. Wie man unschwer erkennen kann, reicht das, was hier auf dem Tisch steht, für eine ganze Kompanie. Lees größerer Sohn bevorzugt allerdings lieber Spaghetti. Die hat Lee extra von einem naheliegenden Hotel holen lassen. Das Abendessen ist nicht zu schaffen. Es ist einfach zu viel und teilweise auch sehr scharf. Als Cam beim Pew erfährt, dass wir morgen nach Hause fliegen, läuft er in sein Zimmer und packt seine Sachen. Mit seinem Gewand in einem Plastiksackerl kommt er zurück und will unbedingt mit uns nach Österreich. Marsh Wisin lacht laut und herzlich. But he would miss his mother. He can eat it or some snack or some juice from the airplane. Yeah. So that's when he wants to ride the plane. Just because of the snack. Cam Bam Pew liebt also die Snacks im Flugzeug. Trotzdem wird er wohl nicht mit uns mitfliegen können. Wir hinterlassen noch unsere Telefonnummer und E-Mail-Adresse und dann verabschieden wir uns für heute. Immer noch ist es in der. Alright. He's never on the video.